Hier wartet ein neuer Auftrag auf Autohändler Hamid Mossadegh. Dieser führt ihn zu ganz besonderen Verkäufern. Wie alt bist du denn, wenn ich fragen darf? Ich bin 25. Und dann fährst du ein Bentley Continental GTC V8. Hamid soll ein ganz besonderes Cabrio organisieren. Pure Emotionen. Sound. Wow. Hamids Mission startet mit einem Hausbesuch bei seinem Kunden in Hamburg. Wir sind auf dem Weg zu Sascha Tepsic, ein Ex-Basketballspieler. Sascha Tepsic war professioneller Basketballer und leitet heute eine Eventagentur. Hamid soll für den Hamburger einen Traum erfüllen. Sascha will ein sportliches Cabrio mit mindestens 400 PS. Aber ein Viersitzer. Ich würde gerne meine Familie mitnehmen können. Okay. Wir sind vier. Nehmen wir mal drei, ganz schnell. Drei Punkte, die für dich wichtig sind. Es sollte schon ein dunkles Fahrzeug sein. Schnell, sexy. Oh, wo ist dein Budget? Ich möchte ein Tickchen mehr ausgeben. 140, maximal 150.000 Euro. Okay. Und es muss kein Neuwagen sein. Super, Sascha. Vielen Dank. Das ist ein Kindheitstraum und dieser Traum soll einfach mal jetzt so in Erfüllung gehen. Also wenn er das findet, was ich ihm jetzt vorgegeben habe, dann trifft er ins Herz. Hamid fliegt nach Bonn, denn viersitzige Power-Cabrios sind in dieser Preisliga selten. Der Spezialist für Luxusautos will einen Aston Martin DB9 checken, den es so kein zweites Mal geben soll. Er steht in einer Halle voller Raritäten. Sehr Porsche-lastig, aber wir sind deswegen hier und ich bin mal gespannt, ob das Auto auch in Natura das verspricht, was er auf Papier verspricht. Dieser Aston Martin DB9 Volante soll 139.000 Euro kosten. Dafür gibt es einen Wagen mit nur 1.500 Kilometern auf dem Tacho. Weitere Eckdaten: 12 Zylinder und 457 PS. Das Kürzel DB steht übrigens für David Brown, den langjährigen Eigentümer von Aston Martin. Dieser Volante ist ein einmaliges Sammlerstück, meint Händler Pascal Gerzen. Erzähl mir mal was bitte. Du hast hier ein super, super schönes Auto. Okay. Das Allerschönste an dem Auto ist, es hat keinen Vorbesitzer. Okay. Das Auto haben wir aus einer Versteigerung 2011. Okay. Kommt aus einer Insolvenzmasse, das Auto. Okay. Stand in Italien drei Jahre lang. Auto hat eine Tageszulassung von 2011 und war noch nie angemeldet. Fahrzeug ist ein 2.8er. Ja. Und wie du weißt, musst du nach drei Jahren spätestens eine Tageszulassung machen, sonst kriegst du ihn nicht mehr zugelassen. Wegen Euronorm. Richtig, genau. Genau. Die 1500 Kilometer kommen da, wenn wir das Auto ab und zu bewegen. Du weißt, dass bei einem Auto die Standschäden meist schlimmer sind als die Schäden, die beim Fahren entstehen. Okay. Was mir sofort aufgefallen ist, ist die Türleiste hier im Piano. Ganz, richtig, ganz genau. Selten. Sonderausstattung ganz für den Fahrzeug. Genau. Schwarz-Schwarz. Super schöne Farbkombination. Genau. Dieser DB9 wurde noch in Handarbeit gefertigt. 200 Stunden dauert es, bis ein Wagen fertig ist. Das Auto ist wie neu, ne? Auto ist wie neu. Der riecht sogar noch innen neu. Ja. Dann haben wir vorne die Bremssättel in Rot. Richtig, ne? Genau. Was übrigens eine Sonderausstattung ist bei dem Fahrzeug. Okay. Ich weiß, du kennst wahrscheinlich, die meisten Autos haben die roten Bremssättel, ja, ist aber in der Tat eine Sonderausstattung. Okay. Okay. Ist das noch Erstbereifung von 2008? Das ist die Erstbereifung, ja. Ja gut, das ist das Erste, was weg muss. Deutlich teurer wird es, wenn der 6 Liter 12-Zylinder Probleme macht. Hamid checkt die 9 Jahre alten Dichtungen. Riecht der Brite nach Sprit, sind die Dichtungen K.O. Es kommt sehr oft vor, dass sie dann undicht sind oder dass eine Zündspule nachgibt. Und dann riecht das Auto unheimlich nach Sprit. Und so ein Spaß kann locker schnell bis 4.500 Euro kosten. Doch hier gibt es keine Probleme. Der Motor hat keine Standschäden. Aber hier sehe ich gerade das, was am Armaturenbrett hochkommt. Da ist irgendwas passiert. Ich vermute, es kam von der Sonne. Dass es einfach der Kleber hochgegangen ist, dass sich das Leder gelöst hat. Das sind halt die kleinen Sachen. Das ist der Nachteil bei dem handgemachten Auto. Räderbezogenes Armaturenbrett. Passiert dir bei Porsche nicht, ne? Ist auch nicht handgemacht. Ein weiterer Kritikpunkt: Der DB9 hat keine Wartungshistorie. Das Bordbuch ist blank.
Ein Sammler erwartet jedes Jahr einen Stempel von Aston Martin in seinem Service. Das ist richtig. Das ist ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, auch wenn er nur 50 Kilometer hat. Richtig. Ganz wichtig. Das Auto stand immer in einer trockenen Garage, ja, und das Auto wurde mal zwischendurch bewegt. Aber das Auto war nie bei Aston Martin. Darf ich fahren? Du darfst fahren, super. Sehr, sehr gerne. Perfekt, vielen Dank. Dieses Cabrio ist zwar Baujahr 2008, doch die Basis ist das Coupé von 2004. Daraus stammt auch das Sechsganggetriebe. Kann die 13 Jahre alte Technik mit modernen Sportwagen mithalten? Hamid macht den Test. Also, du schaltest, bis er das begriffen hat, braucht er ein bisschen. Er braucht, ne? Er braucht ein Herzengedenksekunde. Ja, das ist so, ja, das ist so. Ein weiterer Kritikpunkt. Weiter geht's mit dem Sound. Der ist für Kunde Sascha wichtig, denn er will Sportwagen-Feeling. Es überzeugt mich nicht. Es überzeugt mich nicht. Nein, also vom Sound her überzeugt mich das Auto nicht. Mein Gott, wir haben hier einen 12-Zylinder-Saugermotor vorne. Okay, 6,0 Liter Hubraum. Da will ich mehr Musik hinten haben. Das ist einfach so. Positiv, das vollautomatische Verdeck funktioniert tadellos und das Design ist zeitlos schön. Hier gibt's nach 9 Jahren Dornröschenschlaf keinen Grund zu meckern. Nächster Check, wie sieht's in Sachen Leistung aus? Ich finde das Auto unheimlich cool, ich finde die Verarbeitung sehr gut. Aber die 12-Zylinder, 6,0 Liter, die bringen nicht das auf die Straße. Jeder Porsche-Turbo-Fahrer oder Turbo-S-Fahrer vor allem umsteigt und sagt, ich möchte jetzt umsteigen auf einen Aston Martin. Der wird, was Leistung betrifft, enttäuscht sein. 139.000 Euro soll der DB9 Volante kosten. Ist das 9 Jahre alte Museumsstück mit leichten Standschäden wirklich so viel wert? Vorne am Armaturenbrett, das muss ich machen. Die Reifen dazu, die müssen auch komplett einmal gemacht werden. Du kannst die Räder nicht fahren bei einem Hochgeschwindigkeitsauto, das ist zu gefährlich. Es spricht gegen das Auto, dass das nicht bei Aston Martin war, dass die Historie nicht stimmig ist. Sonst steht das Auto sehr, sehr gut da. Sag mir jetzt, wie viel du mir entgegenkommst. Ich mache dir 4 neue Reifen drauf. Okay. Ich lasse einen Service machen. Okay. Ich würde mich auch um das Armaturenbrett kümmern. Okay. Und dann sage ich dir 135. Ist mir zu viel. Ist dir zu viel? Ja. Es ist ein DB9 Volante mit so wenig Laufleistung, kaum vergleichbares Auto in Europa zu finden. Alles gut. Aber wenn ich das Auto kaufen würde, wenn das Auto für mich in Frage kommen würde, würde ich dir 119.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Kommt für mich auf keinen Fall in Frage. Okay. Das Auto ist top für einen Endverbraucher, der Aston Martin verrückt ist, der sagt, ich liebe diese Marke und ich möchte das Auto zur Seite stellen, dann ist das Auto super. Dann ist das Auto perfekt. Dann ist auch der Preis okay. Aber für mich und für meine Aufgabe, die dahinter steckt, passt es nicht. Alles klar. Der Aston Martin ist kein geeigneter Kaufkandidat. Hamid hofft auf ein besseres Angebot in Hamburg. Dort will er einen Ferrari checken. Wir fahren jetzt zu Luciano, ein Italiener durch und durch. Alles, was Rang und Namen hat in Hamburg, kennt ihn auch. Von Uwe Seeler angefangen bis Günther Netzer. Er war der erste Ferrari-Schrauber in Hamburg. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt ist er in Kalifornien. Passt dieser Ferrari zu Kunde Sascha? Der will 4 Sitzplätze und jede Menge Power. Genau das soll der Luxusautohändler Hamid besorgen. Luciano Favarone arbeitet seit über 30 Jahren an und mit Fahrzeugen made in Italy. Dazu kommen Auftritte als Sänger und Entertainer. Wenn ich hier drin bin, muss ich sagen, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Ja, erstmal davon mal abgesehen, was ist das denn? Das ist ein Topolino Baujahr 50. Wahnsinn. Da fahre ich ab und zu hier über Hamburg. Und das ist ein California? Das ist California. Super. Das ist ein Ferrari California der 2. Serie mit 490 PS, 312 km/h Spitze und 9.500 Kilometern auf dem Zähler. Den California gibt es seit 2008. Dieser ist knapp 5 Jahre alt und schießt in 3,8 Sekunden auf 100 Stundenkilometer. Für den V8-Sportler ruft Verkäufer Luciano 145.000 Euro auf. Du als eingefleischter Italiener, wenn ich so viele Bilder hier sehe, wenn ich so viel Geschichte hier sehe, findest du, dass der Ferrari California ein Ferrari ist? Ja,
Ich finde, das ist ein Ferrari für Familie. Okay. Also, ich habe ein paar Sachen, die mir. Ja, ach schon, hast eine Ausstattungsliste, ja. Das ist ja toll. Ausstattung, zwar die Farbe gibt es nur bei Maserati und okay. Das ist eine extra Anfertigung okay. Für Ferrari extra okay. Gemacht. Das okay. Ist ein Grigio Granito. Also ist das eine Sonderlackierung bei Ferrari, ja, also ein ja. Tailor-Made sozusagen. Ja. Diese Farbe gibt es nicht nochmal. Die typische Krankheit bei California, leider, sieht zwar sehr schick aus, alles chrom, kommt ein bisschen klassisch. Der California soll ja ein bisschen in die Klassiklinie rein. Aber wenn da die Steinschläge kommen, dann fängt dein Chrom an zu korrodieren und dann hast du diese Rostflecke, was natürlich für ein Auto, was jetzt 4 Jahre alt ist, nicht so schön ist. Ne? Der Grill muss überarbeitet werden. Kostenpunkt 1.500 Euro. Steinschläge hat der California aber kaum. Gut, 2+2, ganz wichtig ja. Für mich. Ja, für Familie. Nichtraucherfahrzeug. Nein, nein, davon auch nicht. Ist das denn ein bestimmter Kunde, der so ein Auto so individuell? Ja, hat das Auto gekauft und ja. Leider muss nach Spanien zurück. Ach so, okay. Und dann will der so ein Auto nicht mitnehmen, sagt er, für Spanien ist viel zu schade, das Auto. Ja, verstehe. Verstehe. Das Herzstück des California, der 4,3 Liter V8 mit 490 Pferdchen. Damit die zuverlässig galoppieren, ist die regelmäßige Wartung beim Fachmann ein Muss. Servicepflicht bei Ferrari? Sehr, bei Ferrari, klar, ja. Muss. Wir haben alles da, Muss. Ja, Gottes Willen, das geht gar nichts. Okay, okay. Ja, das ist wer so ein Autofahrer muss auch ein bisschen Geld ausgeben. Absolut. Hier hat er auch eine kleine Macke auf den Felgen. Ach, das ist eine Kleinigkeit. Ja. Das ist nicht beschädigt, das ist nur der Lack ein bisschen beschädigt. Hier oben hat auch noch mal, guck mal hier, das können aber keine Steinschläge sein, ne? Nein, ich glaube, das hat mehr so mit Ring. Mit Ring, ne? Ist er verheiratet? Ja. Und der trägt auch einen Ring? Trägt auch einen Ring, ja. Ja, das ist natürlich, ja gut. Leider so gemacht. Spricht für den Kunden. Aber ich sage nicht Bescheid, vielleicht können wir so 200-300 Euro. Genau. Der nächste Check. Das Klappdach, eine bekannte Schwachstelle des Ferrari California. Klemmt der Dachhimmel und beschädigt die Mechanik, kostet das rund 5.000 Euro. Die haben unheimlich Verdeckprobleme. Wir haben schon 3 Fälle gehabt, wo Verdeck nicht mehr funktioniert hat. Gott sei Dank immer im Garantiefall, weil sonst kann es sehr, sehr teuer werden. Aber hier scheint wohl alles zu funktionieren. Das ist ich habe auch zweimal aufgemacht, war alles ja. Auf der Probefahrt checkt Hamid Fahrverhalten und Sound des California. Luciano bangt um seinen Ferrari, doch Hamid hat alles im Griff. 3,8 Sekunden braucht der California von 0 auf Tempo 100. So, wir machen mal jetzt einmal einen Test. Wir sind jetzt im Gang 1 und jetzt geben wir mal Gas. Keine Angst, Luciano. Keine Angst. Basta. Also ich glaube, das Auto hat genug Power, mein oder? Mein Gott, oh nee. Derjenige, der sagt, dass ein Ferrari California kein echter Ferrari ist, ja, der hat einen riesen Fehler. Ja, wahnsinnige Fehler, ja. Es ist einfach so. Was die können, ist Emotion. Ja, das ist echt gut. Der California ist sexy und schön sportlich, so wie es Kunde Sascha will. Keramikbremsen gehören zur Serienausstattung. Straßenlage auch sehr gut, ne? Ja, die Lenkung ist sehr direkt, ist alles super. Power haben wir jetzt schon getestet, Gott, das ist genau. Dramatisch. Und Sound. Emotionen, pure Emotionen. Sound, wow. Neu hat der Ferrari 230.000 Euro gekostet. 4 Jahre später hat er den großen Wertverlust hinter sich. Der hat jetzt 85.000 Euro verloren. Das reicht wieder nicht. Ich hab ein Ziel vor Augen, ich möchte das erreichen, damit ich Sascha ein Top-Auto bieten kann. Verkäufer Luciano hat 145.000 Euro aufgerufen. Ob er sich auch mit weniger zufrieden gibt? Vielen Dank, Luciano, dass ich fahren durfte. Sag mal jetzt was. Also, wir haben mir gedacht, 145.000, weil ja. Er hat eine Sonderlackierung, ja. Extra Anfertigung. Ja. Das ist ein Sondermodell. Ja. Und wir müssen das Geld haben. Also, guck mal, lass mal alles zusammenfassen. Wir haben hinten 2 Macken, die muss ich wegmachen. Ich habe vorne die Steinschläge, damit kann ich leben. Aber mit Rost bei einem Ferrari California kann ich nicht leben, hier vorne. Okay? Das ja, geht das nicht. Ich möchte mit dir das Geschäft machen, definitiv. Aber ich bin mit deinem Preis nicht einverstanden.
Nein, denn ja, also, er braucht nicht unbedingt verkauft. Ich bin dir bereit, 125.000 Euro zu zahlen. Nein, nein, nein. Komm, nicht in Frage. Ach komm, Lucia. Guck mal, nein, war nicht so definitiv. Nein. Ich kenne höchstens 139, so das Limit. 132.000 Euro und das war's. Nein, doch nicht. 136, ein bisschen Besitzer. Kommen noch 1.000 entgegen, wir machen glatt 135 und das war's. Wir sind hier nicht auf dem Bazar im Iran, wir sind auch nicht hier in Venezia. 135 und das war's. Luciano. Ich muss rechnen, Moment. Okay. Super. Danke dir. Vielen Dank. Das Auto hat unter 10.000 Kilometer, ist sehr, sehr gut ausgestattet, befindet sich in einem hervorragenden Zustand. Erste Hand, deutsches Fahrzeug, da ist 135.000 Euro absolut okay. Der Ferrari könnte passen. Aber in Geilenkirchen, kurz vor der holländischen Grenze, steht ein Angebot, das noch mehr Luxus bietet. Kann ein Bentley dem Ferrari den Rang ablaufen? Hamid ist mit dem Besitzer verabredet. Hallo. Sag mal, wie kommst du eigentlich zu einem Bentley GTC? Wie alt bist du denn, wenn ich fragen darf? Ich bin 25. 25? Und dann fährst du einen Bentley Continental GTC V8. Der Bentley Continental GTC mit 507 PS. Der High Society Brite ist in 5 Jahren 55.000 Kilometer gefahren und hat neu rund 225.000 Euro gekostet. Jetzt soll er für 134.000 den Besitzer wechseln. Molina-Ausstattung, ganz klassisch. Ein Muss für einen Bentley, finde ich, in Sachen Wiederverkauf später. Es ist die AMG-Version. Wie bei Mercedes heißt es bei Bentley, die Veredelung heißt Molina. Genau. Dann kommen diese Rautensteppung kommt dann rein, dann haben wir die belüfteten Sitze. Das ist typisch so für Molina-Paket, was ich auch enorm wichtig finde. Es ist ein Ausschlusskriterium. Gut ausgestattet und gut gewartet. Der Edelbrite war immer bei Bentley zum Service und ist seit 5 Jahren im Firmenbesitz. Dein Hauptberuf ist LKWs? Korrekt, ja. Okay. Also wir machen LKW-Handel, jetzt mittlerweile schon in der 3. Generation. Schön. Mein Opa hat es damals gestartet, mein Vater hat es weitergemacht. Ich bin jetzt mittlerweile seit fast 10 Jahren auch dabei. Cool. Seitdem du 15 bist? 16. Also ich werde jetzt 26. Ach so, okay. Alles klar, okay. Die handeln mit gebrauchten LKWs, 1000 bis 1300 Stück im Jahr. Das ist unglaublich. Da wird eine ganz andere Sprache gesprochen. Da geht nicht einer so wie ich jetzt über die LKWs rüber und guckt, ob die Steinschläge haben oder sonstiges. Da geht es nach Kilometer, Baujahr, ja oder nein. Der wurde aber ordentlich bewegt. Die Steinschläge, ne? Ein bisschen was haben wir damit getan, natürlich. Das Auto ist ja nicht zum Hinstellen. Das heißt, vorne Kotflügel, die Maske muss auf jeden Fall einmal lackiert werden. Ist auch nicht schlimm, finde ich nicht schlimm. Das Auto ist jetzt 5 Jahre alt, hat 55.000 Kilometer. Genau. Es ist ein Auto, was gefahren wurde. Wenn ich mir die Bremsen anschaue, sind die Bremsscheiben beim nächsten Service auf jeden Fall fällig. Klötze auch. Das dauert keine 4.000 Kilometer mehr. Dann zeigt er innen an Klötze neu. Mhm. Hinten die Sitze finde ich sehr cool. Es ist echt ein 2+2, da kann locker einer hinten sitzen. Der 507 PS Biturbo kommt vom Audi S8. Die Basis vom VW Phaeton. Das ist nicht individuell, aber zuverlässig. Klasse, Ben. Okay, dann haben wir alles. Dann würde ich sagen, lass uns eine Runde fahren. Machen wir das. Okay, auf geht's. Klasse. Luxusautohändler Hamid weiß, worauf er achten muss. Der Continental GTC hat 55.000 Kilometer auf dem Buckel. Klingt wenig, ist in dieser Klasse aber viel. Der Bentley kommt für ihn nur in Frage, weil Großserientechnik von VW verbaut ist. 8-Gang-Getriebe finde ich persönlich fantastisch. Stufenlos Automatik. Du spürst gar nicht, wie er schaltet. Es ist einfach perfekt dargestellt. Ne? Butterweich. Und wenn er im Sportmodus geht, macht er die Klappen auf, dann blubbert er hinten auch schön. Genau, ja. Der Continental GTC kann über 300 km/h fahren und sprintet in 4,6 Sekunden auf 100 km/h. Immer mit höchstem Komfort. Die Verarbeitung macht Bentley unheimlich gut. Ansonsten braucht das Auto mal eine richtige Aufbereitung. Ne? Und die kostet Geld. Apropos. Ist Besitzer Bennett beim Kaufpreis verhandlungsbereit? Also wir sind bei 134. Ja, ich bin ein Kerl, ich will leben und leben lassen. Deswegen mache ich dir jetzt ein Angebot von glatten 130.000 Euro brutto.
Wir sind jetzt erstmal bei 130, richtig? Wir sind jetzt bei 130. Ob sich Hamid damit zufrieden gibt, wird sich gleich zeigen. Ein paar Decken müssen wir uns auch einmal anschauen, würde ich sagen. Bei dem Traumwetter kannst du das auch drin lassen. Ja, lass mal einmal nur gucken. Wer sich so ein Cabrio kauft, muss sich auch ein Verdeck anschauen. Das Verdeck öffnet und schließt ohne Probleme. Hier gibt es keinen Grund, um an der Preisschraube zu drehen. Ich bin der 4.000 Euro entgegengekommen. Ich bin momentan bei 130.000 Euro. Es ist was Spezielles, hat natürlich auch seinen Preis. Ich habe hier noch zu tun. Steinschläge vorne, Bremsen, eine komplette Aufbereitung. Das ist das, was ich noch machen muss. Ich sag dir einfach jetzt meinen Preis. Dafür würde ich ihn so, wie er hier steht, mitnehmen. Und das ist 119.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Komme ich aber leider nicht mit zurecht. 128, die muss ich haben. 128, 119, was liegt dazwischen? 122.500. Mach mir 124 und nimm mit. Alles klar. Machen wir so. Okay. Ich wäre mit dem Bentley zufrieden, aber die Tendenz geht ganz klar auf den Ferrari. Der Ferrari California wird das Auto für Sascha werden. Zwei Wochen später in Hamburg. Hamid präsentiert Sascha das vermeintlich beste Auto seiner Suche. Der Luxusautohändler ist überzeugt, der California passt perfekt zu seinem Kunden. Also im Gesamtpaket habe ich dieses Auto für dich. Ah, schon ein Ferrari. Ein Ferrari. Und da gibt es nur ein 2 plus 2. Was ein Cabrio sein sollte. Und jetzt ohne groß zu reden, okay, decke ich erstmal das Auto ab. Wow. Ich zeig dir nur die Farbe. Du hast hier alles in einem Paket. Wow. Es ist ein Cabrio. Wow. Du hast es voll getroffen. Ich habe komplett Gänsehaut. Monster. Monster. Nee. Erstmal danke. Wow. Du machst mich glücklich. Jetzt erstmal rein, komm. Ich gehe jetzt mal einfach rein, ja? Geh mal rein. Wow. Sascha sitzt zum ersten Mal in einem Ferrari. Das 490 PS Cabrio erfüllt alle Anforderungen. Das Auto ist perfekt. Krass. Es ist echt. Hast du echt was Geiles ausgesucht? Sieht gut aus? Alter. Saschas Traum vom Sport Cabrio ist wahr geworden.